Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen. Herr Lohse, ich finde das ganz toll, dass Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen für unser Interview. Ja. Sie haben 1974 bei Lift angefangen. Mhm. Und wie kam es denn eigentlich dazu, dass die Band sich zusammengefunden hat? Ja, erstmal war das ein Jahr nach der Gründung. 1973 hat sich Lift gegründet. Und in diesem einen Jahr ist aber so viel gewechselt worden in der Band, dass die Band ist ja entstanden aus Dresden Septett. Und da waren noch Bläser dabei und Sängerinnen. Und ab 1974 war dann eine ziemlich stabile Besetzung mit Stefan Drepte, hat gesungen, Gerhard Zacher Bass, also der Chef der Band damals, Till Patzer, Wolfgang Schäffler und ich. Mhm. Ab 1974. Und da haben wir da eigentlich die ersten Platten gemacht, die ersten Rundfunkaufnahmen gemacht. Mhm. Ja. Und das eine Jahr vorher, das war sehr verworren. Da sind innerhalb des Jahres sind da einige ein- und ausgestiegen. Ja. Man kann das gar nicht mehr richtig nachvollziehen. Aber erinnern Sie sich vielleicht noch an einen der ersten Auftritte, der Ihnen so ganz besonders in Erinnerung geblieben ist? Es ist ja so, wir machen jetzt nächste Woche, nächsten Samstag spielen wir im Hygienemuseum. Dort war der erste Liftauftritt überhaupt. Und zwar am 28. Januar 1973. Da war ich allerdings noch nicht dabei. Und mein erster bei Lift, da kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber wir waren damals sehr viel auf Tour. Da waren sehr viele Mucken übers Jahr. Ja, ja. Und in Güstrow waren Sie da vielleicht auch schon mal? Haben Sie irgendwie eine Beziehung ja. zur Barlachstadt hier? Wir waren in Güstrow. Ich kann mich noch erinnern, wir haben sogar hier mal längere Zeit verbracht in einem Hotel am See, irgendwo hier in der Nähe. Aber was mich mit Güstrow noch verbindet, schon vorher, habe ich mir hier mein erstes Schlagzeug gekauft. Da habe ich noch studiert an der TU Dresden und habe mir zufällig hier in Güstrow mein erstes Schlagzeug gekauft und bin dann mit dem Zug mit dem Gerümpel von hier nach Dresden gefahren. Das weiß ich noch. Das ist ja eine coole Geschichte. Ja. Da war ich noch Student an der TU. Also Technik, da ja. war noch nicht mit Musik noch zu tun. Gar nichts mit Musik zu tun. Aber jetzt feiern Sie 45 Jahre Bühnenjubiläum. Wie schauen Sie denn zurück, so wenn Sie jetzt mal auf die Jahre gucken, was ist Ihnen da so wichtig geworden vielleicht auch? Ja, wichtig ist vieles. 45 ist natürlich eine ganz schöne Zeit. Aber es ist so, bis auf eine kurze Unterbrechung um die Wende rum, 3-4 Jahre. Das lag aber wiederum daran, weil keine Veranstalter mehr da waren. Ne? In der Wendezeit, das betraf übrigens alle Ostbands, ist das eigentlich, spielen wir das ganze Jahr über. Und ich war hier mit vor vielleicht 5 Jahren mal mit Stefan Drepte, mit Sachsendreier. Lesung, also hat Fissler noch gelebt, Reinhard Fissler von Sternmeißen. Und daran kann ich mich noch erinnern. Ja. Ja, mein Herz soll ein Wasser sein. Das ist zum Beispiel so ein großer Hit, ja. der wahrscheinlich in keiner Vorstellung auch fehlen darf, in keinem Auftritt. Und sogar ein Duett mit Jan-Josef Liefers. Gibt es denn vielleicht einen Lieblingssong von Ihnen? Oder? Der Jan, das ist mal da zustande gekommen und zwar habe ich mal gemacht, Ostrock in Classics. Das war so eine große Pudis, Karat, City war da schon City dabei, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also jedenfalls, ach so, nee, Silly. Und die Anna sagte mir, ja, so beim Proben und sagte, der Jan, der macht von euch 4 Titel und ich wusste gar nicht, dass er überhaupt Musik macht. Und dann in der Großveranstaltung an der Wuhlheide in Berlin war er dort und da habe ich ihn angesprochen und da hatten wir gerade das 40-jährige Jubiläum, ob er mal einfach da mitmacht. Ne? Hab ihn erstmal gefragt, welche Titel machst du denn? Und den. Und da hat sich eine ganz gute Zusammenarbeit entwickelt, dass ich mal in seiner Band mal als Solist mitmache und er bei uns. Ja. Jetzt war es zwar auch lange nicht, aber eine Zeit lang haben wir mal regelmäßig so hin und her gewechselt, die Band gewechselt. Ja, heute in Güstrow und am 1.12.
Ist richtig. Richtig. In Dresden ist der Abschluss. Im Hygienemuseum. Genau. Ja. Und gibt es denn schon Vorhaben fürs nächste Jahr? Wie geht es weiter? Wir werden ganz normal im Januar weitermachen. Ja, das, obwohl über den Winter ist nicht so viel. Das, meistens konzentriert sich das mehr auf den Sommer. Ne? Auf große Sachen, Stadtfeste und so weiter. Aber ich habe das jetzt nicht alles im Kopf, aber wir machen ganz normal weiter. Wir tun so. Also wir gehen auf die 50 dann sozusagen, so ungefähr. Okay, vielen Dank locker, für das, locker für das lockere 50. Interview. Ihnen alles Gute ja, weiterhin. Ja, wir freuen uns, dass wir in Güstrow sind. Nachgefragt das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen.